Ja, Leute, wir zeigen. Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Vampire Dawn 2. Ich bin DC Steve und. Let's play Retro! Wir zeigen euch jetzt das nächste Ende von Vampire Dawn. Hoffentlich. Ja. Wir werden es gleich sehen. Ja, wir können uns nochmal ausrüsten. Wir können ja nochmal kurz gucken, wie die Leute so equipped sind. Vampir-Equipment. Ja, was haben wir denn für schlechte Werte? Abwehr ist nicht bei 999? Ja, bei Spiegelhelm. Deswegen. Also. Warum? Obwohl, halt, nee, Narrenkappe war doch, glaube ich, was uns, glaube ich, rasend macht, oder? Weil. Das könnte durchaus sein. Irgendein Item hatte ich auf jeden Fall rasend gemacht beim letzten Mal. Ja, ja, genau. Nimm einfach den Spiegelhelm. Ich denke mal, dass. Ich meine, der Spiegel. Wenn jeder den Spiegelhelm hat, dann müssen wir zumindest keinen Spiegel machen, ne? Nee, aber hat nicht natürlich jeder. Nicht jeder, aber. Ich denke mal, das ist schon okay. Mantel des Vampirs, Schreckensank. Warum hat er denn Schreckensank bei sich? Okay, der kann nur. Ist halt ein Werwolf, ne? Mhm. Ist halt fett. Mantel des Vampirs. Was macht der denn? Schutz vor allen negativen Zuständen. Klingt eigentlich ganz okay, ne? Schreckensank ist aber Quatsch. Ja, Schreckensank will ich blöd sein. Der ist halt Schutzring besser. Und der gibt nur plus 5 Verteidigung. Das ist doch viel besser. Ja, machen wir Machtring. Machtring. Das können die jeden verzaubern. Heilregeneration. Zeig Quatsch. 700? Wie viel MP haben wir überhaupt? 860. So ein Quatsch. Oh Mann, ey. Sind kein Ultima 2. Ist das genauso wie im ersten Teil? Erinnerst du dich noch an die Spielstände? Das war genauso random. Wir haben uns die Spielstände runtergeladen. Von der Vampire's Dawn-Seite. Genau. Ihr wisst jetzt auch gerade nicht genau, welches Ultima 2. Welches Ending das ist, das müssen wir dann feststellen, wenn man da. Gerade bei Weiner, der konnte doch auch im ersten Teil, also der konnte doch sowieso kein Ultima 2, oder? Doch, doch, alle kennen Ultima 2. Achso, okay. Dann will ich nichts gesagt haben. Ein Wolf. Berserker, erhöht Angriff und Geschicklichkeit, macht rasend. Regeneriert den Körper, verursacht Blutungen, schädigt alle Gegner. Okay. Wow. Ah, gucken wir mal, er hat auch nur 20 Blut. Gegner warten. Und ist ja schon eingestellt, oder? Nee, habe ich gerade eingestellt. Okay, gut. Haben wir noch einen Vampirstein? Brauchen wir den? So. Dann gucken wir mal. Ah, ja. Der Anfang vom Ende ist ja immer gleich. Genau. Und, also nicht immer, aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, es ist ein gutes Ende. Ja, es ist ein gutes also Ende. Menschliches Ende so ungefähr, weil Warner auf unserer Seite steht. So, ja, das wissen wir anhand der Spielstände, wie die aussehen, dass wohl bei den bösen Enden wohl nicht Wahlen auf unserer Seite ist. Ich denke mal, das wird erstmal Schwierigkeitsgrad. Ich denke mal, es ist von leicht nach schwer, oder? Denke ich mal auch. Also, würde zumindest Sinn ergeben, aber das hat ja bisher noch gar nichts bei Vampire's Dawn oder der Komplettlösung oder den allgemein diesen Strategieseiten und wer weiß, ne? Mhm. Vielleicht ist es auch einfach nur völlig zufällig. Vielleicht ist es jetzt wieder genau das Ende. Aber nee, ist klar. Ja, also wir wollen natürlich, wir werden das echte Ende als letztes zeigen, also unabhängig davon, wenn wir es aufnehmen. Das echte, achso, das meinst du, das wahre Ende wird als letztes gezeigt natürlich. Ich muss natürlich erstmal gerade die ganzen Spells hier durchlesen. Zone der Medusa trifft alle Steine. Klingt nicht gut, oder? Wir probieren es trotzdem mal. Nein, so ein Quatsch, und nicht gegen Endgegner. Als ob du die versteinern könntest. Wenn sie versteinert sind, dann sind sie ja so gesehen tot. Ich bezweifle das ja. Ich weiß auch nicht so wirklich, warum du die mit Magie angreifst. In einem, weißt du, es wäre mir echt gut, wenn sowas funktionieren würde, weil es auch viel mehr Strategie geben würde. Kann überhaupt einer von den beiden Spiegel, oder? Ich würde es mal gut finden, wenn es einen Boss geben würde, ja? Den man zum Beispiel vergiften muss und dann so quasi runterticken muss oder so, weißt du, den du nur mit Toxin töten kannst. Warum verfehlen wir hier die ganze Zeit über? Das haben sie auf jeden Fall beide in den Spiegel. Ja. Na gut, dann machen wir halt Enterklappen. Ja, so besonders viel kann man ja nicht machen. Ja. Also das Problem ist halt an diesen ganzen Vergiftungen und Co. Pass auf, gegen einen normalen Gegner willst du kein Gift einsetzen. Also nur gegen Bosse. Aber wenn Bosse immun dagegen sind, kannst du die Spells auch genauso einfach entfernen. Vielleicht kommt mir das auch nur so vor, aber zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad war der Endkampf jetzt auch nicht so mega herausfordernd, ne? Ja, das stimmt. Aber na gut, wir wollen auch echt gut geskillt und gut vorbereitet.
Ja, nehmen wir auf uns. Ja, wirklich gut vorbereitet. Und genau das hasse ich am 2K3-Kampfsystem, wenn das Standard ist. Aber, gute Sache, es gibt einen Patch, die Sidebalken entfernt. Weißt du nur, was das wirklich Interessante ist? Was? Sofern sich Bayonah nicht auf die Seite der Bösen stellt, stirbt Jaina immer. Das ist echt interessant. Das werden wir ja dann genau sehen. Genau. Ob dem so ist, das kann ich mir aber gut vorstellen. Ist natürlich ein bisschen fies. Hast du also, wir haben jetzt schon ganz normal durchgespielt, ne? Das normale Ending, das, den regulären Spielverlauf hast du ja schon gezeigt, ne? Ja, genau. Jetzt machen wir nur die weiteren Endings. Genau, ja. Genau. Du musst ja also nicht erzählen, was in dem passiert. Du kennst sie ja jetzt schon. Ich möchte allerdings sagen, dass wir schon so ein ziemlich beschissenes Ending freigeschaltet haben. Und es gibt wirklich viele Endings, werden dir wesentlich besser gefallen. Auch von der emotionalen Seite her, möchte ich jetzt nur sagen. Und ja, ich weiß auch nicht, warum wir einfach dieses Fable dazu haben, immer das schlechteste Ending zu kriegen. Ich hoffe, also, das wird sich nicht durch weitere Spiele durchziehen, ne? Das im ersten hat mich ja wirklich angekotzt, ne? Das im ersten Teil, das war ja richtig schlimm. Das im zweiten Teil, das war ja nicht auch schon scheiße, aber. Das war scheiße, aber das war immer noch besser als im ersten. Ey, das im ersten Teil ist einfach nur. Und das ist übrigens Phantom, was da gerade passiert, dass die keinen Schaden bekommen. Das ist ja der dämliche Phantom-Zustand. Und ich weiß gar nicht, wie ich den wegmachen soll. Ich weiß nicht, ob ich das mit einem Zauber mache, aber der hat ja auch noch Spiegel drauf. Ja, gibt's nicht irgendwie einen Spellbreaker-Zauber? Irgendwas? Weil ansonsten endet der Kampf ja hier, oder? Also ich weiß, dass das wohl die eigene Kombo ist, um sich unbesiegbar zu machen. Okay. Oh, ja, das funktioniert, wenn sie einen Zauber macht. Der kommt dann zurück. Aha. Das ist natürlich trotzdem wirklich gerade eine gute Frage, weil du willst es ja jetzt auch nicht ewig lang in die Länge strecken. Ja. Oh, das nervig ist, das trifft auch nicht, wenn sie ihre Flut machen. Sie muss Apokalypse machen. Ich kann mal probieren. Ja, guck ich mal nach. Hm? Das geht schon mal nicht, Blutsaugen. Okay, schauen wir mal. Probiert alle negativen Zustände. Ich würde eigentlich am ehesten sagen, dass er Dane was haben müsste, aber. Ist alles Quatsch. Und das hat bei mir auch Jinai gemacht, ne? Hat so offscreen, oder? Ja, genau. Als ich das quasi nachgeholt habe. So, nehmen wir mal sie durch. Ich meine, also wenn du das jetzt nicht, das wird totaler Quatsch. Oh. Haben nix. Ich weiß nicht, ob man Genesung irgendwie auf den geht. Nee, kann man nicht. Ah. Wow, ist das echt so, dass man. Haben wir vielleicht irgendein Item? Haben wir irgendein Item? Wow, das finde ich mal echt krass, oder, dass das möglich ist. Die Frage ist ja, warum hast du das nicht gegen uns gemacht? Heiliger Sand. Ah, sehr gut. Dann zuschlagen? Ja, hervorragend. Okay, wow. Wir haben uns so wenig mit dem Spiel auseinandergesetzt. Ich wusste nicht, dass Heiliger Sand. Also allgemein haben wir die Items ja überhaupt gar nicht benutzt. Ja. Es war auch überhaupt nicht notwendig. Es war nicht notwendig. Also, ich behaupte selbst mal, wir sind ja schon recht strategisch angegangen mit den ganzen Spells und mit unseren Vorbereitungen und so, ne? Das ist ja auch gar nicht so schlecht, so sehen wir in dem Ending hier noch ein bisschen mehr Gameplay vom Spiel. Ja. Mit der Zeit, Besuch. Oh, das ist eine schlechte Idee, Jaina. Null. Ich find's krass, wie stark dieser Spiegelhelm ist, ne? Aber guck mal, der ist auf einen drauf, aber er spiegelt. Ja, der spiegelt alle wieder. Das wusste ich ja gar nicht. Das ist schon echt heftig. Nur einer muss Spiegel haben, damit es bei dem Massenangriff alle zurückgeht. Wow. Genau. Ich denke mal, die Nesenhemden werden wir jetzt schneller machen als hier. Ich denke auch. Eure Überheblichkeit hat nun ein Ende. Na los, töte mich, töte deine Tochter. Oh nein. Schlag zu, Valnar, sonst hat es nie ein Ende. Jaina.
Hier könnt uns nicht vernichten. Sobald du zustechst, wird mein Schattengeist deinen Körper in Besitz nehmen. Und ich werde nicht so schwächlich sein wie Morlon. Ich glaube ja, du wirst auf ewig in diesem Bandstein dahin siechen. Ein Bandstein? Nein! Nein! Nicht schon wieder! Das ist dafür, was ihr Eira Selene angetan habt. Es ist vollbracht. Walner, wir haben es geschafft. Ob ich dich liebe. Ach, scheiß auf, dass unsere Tochter tot ist. Ich liebe dich, Elaine. Ich muss euch zwei Turteltauben leider unterbrechen. Lasst uns aufpassen, dass diese zwei Schattengeister auch wirklich in dem Bandstein gefangen werden. Warten wir es ab. Du merkst schon, die erste Änderung. Da kommen sie. Viel Spaß in der Hölle. Ach, schön, so haben wir auch mal den Werwolf gesehen, ne? Ich glaube, aus die Vampirmagier, die haben wir, glaube ich, nie eingesetzt. Ja, egal. Es ist vorbei. Vielleicht ist die Vampirmagierin, naja, ist in keinem anderen Ending vorbei, ist, glaube ich, mal der Werwolf, ne? Egal. Wir haben es tatsächlich wieder einmal geschafft. Hast du daran etwa jemals gezweifelt? Was nun? Wir nehmen Janas Blutgeist und benutzen die Steintafel. Na, noch nur keine Änderung, ne? Janas Blutgeist? Die Steintafel? Sagt mal, schlaft ihr? Warum sind wir wohl hier? Wir haben verhindert, dass die Eras die Steintafel benutzen. Genau. Und warum? Weil wir nicht wollten, dass die Eras die Macht über die Steintafel bekommen. Doch nun ist sie unser. Wir wissen nicht einmal, was der Zauber bewirkt. Asgard hat recht. Das ist die einmalige Chance, alles rückgängig zu machen. Es würde mich interessieren, ob das jetzt... Das ist jetzt auf jeden Fall mit Walners gut, ne? Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall Walners gut, genau. Okay. Woher willst du wissen, dass sie nicht die Welt zerstört? Woher willst du wissen, dass sie es tut? Danke, genau so sieht's mal aus, ne? Walner, ich vertraue dir. Du hast uns bis hierher geführt. Nun mach was für ihn, was für richtig hältst. Ich werde diese Steintafel benutzen. Ich will unsere alte Welt wiederhaben. Kluger Junge. Es geht los. Bitte verzeih uns. Ich weiß, du hattest keine Kontrolle über dich. Ganz anderes Ending, ne? Dafür brauchen deinen Blutgeist, um genügend Seelen und Energie für den Zauber auf der Steintafel zu haben. Bitte verzeih uns. Warum haben die in unserem Ending vergessen, dass sie überhaupt erst ein Vampir ist, ja? Ich verstehe es nicht. Sie war eh ein verzogenes Girl. Das nächste Mal holt ihr euch lieber ein Liebesmädchen. Damit wird sie aber endgültig vernichtet, ne? Indem sie den Zauber, indem sie... Nee, wird's nicht. Sie kommt ja trotzdem in, aber als schwacher Blutgeist noch in die Blutgeist-Ebene. Nur wenn die Maschine ja benutzt wird. Das einzige Problem ist nur, dass es das Ending, in dem sie sozusagen als einziger in der Blutgeist-Ebene ist. Dann ist es wohl soweit. Ich hoffe, meine Kenntnisse reichen für diesen Zauber. Soll ich ihn zaubern? Untersteh dich, Aska. Malna, du schaffst das. Also es ist, glaube ich, nicht das einzige Ending, aber ich laber gerade irgendwie Bullshit, aber egal. Ein Fehler, und dann war es das. Schon klar. Und nun seid still, damit ich mich konzentrieren kann. Ich will ja nicht für unseren Tod verantwortlich sein. Also los. Sol et Maru Debanor sei. Es klappt. Mach weiter. Psst. Flam ur senak lumor sat. Malan fera kirim doradus. Träume. Ja, müssen wir wieder.
Naja, wahrscheinlich das wieder von letzten Mal auch. Werden sie jemals wahr? Ich soll mir bis 4 zählen oder so. Ja, gut. So, wenn später welche probieren. Ich wünsche. Werden sie jemals erfüllt? Oh Mann, du machst so extrem lange Pausen. Hoffnungen. Das ging wahrscheinlich total blöd. Egal. Nutzlos. Ja, okay, wir lassen es sein. Das wird doch nichts. Das haben wir schon mal besser hinbekommen. Ja. Ja, ist sowieso vorbei. Ich nehme seine Rüstung, falls er nicht mehr aufsteht. Er wird aufstehen. Da bin ich mir sicher. Er liegt schon da über eine Stunde. Gib es auf, Elaine. Der Zauber hat ihn völlig ausgebrannt. Sag sowas nicht. Er hat es geschafft. Mein geliebter Valnar hat es wirklich geschafft. Es darf nicht so enden. Ich würde mich damit abfinden. Er ist tot. Und damit meine ich richtig tot. Naja, dann wird irgendwann sein Blutgeist aussteigen, ne? Ich denke auch. Nein, ich weiß, dass er gleich aufwacht. Mein Kopf. Valnar. Mir tut alles weh. Valnar, ich wusste, du schaffst es. Was soll ich sagen? Ich muss an deiner Brust nuckeln. Mir tut alles weh. Oh, Valnar, endlich bist du aufgewacht. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Es ist alles gut. Mein Kopf dröhnt noch, aber ansonsten bin ich okay. Du bist ein tapferer Vampir, Valnar. Du hast es geschafft. Du hast es wirklich geschafft. Ist die Welt wieder so, wie wir sie kennen? Schau es dir an. Wie können sie ja sehen, wenn sie da im Wald sind? Sieh nur, wir sind in der Nähe von Asgars Schloss und da drüben ist Melsan. Es ist alles wie damals. Das sehen sie, weil sie eine überdimensionale Figur auf der Worldmap sind? Ja. Den Fehler macht auch Martin Sonic. Damit wäre mein Schloss wieder ein Stück kleiner. Ja, wir können definitiv alles sehen. Es hat tatsächlich geklappt. Wir haben es geschafft. Lass uns nach Krenna fliegen. Ich kann es kaum erwarten, wieder in unser Haus zu sein. Es ist wieder alles wie früher. Alles ist wieder in Ordnung. Ja, sogar das Brathähnchen ist wieder da. Ja, sogar das Fake-Essen steht wieder auf dem Tisch. Und der Kamin brennt immer noch. Ja. Das müsste ja eigentlich sagen, wow, selbst der Kamin brennt noch. Das ist wirklich wow. Selbst das Bett ist völlig unbeschädigt. Selbst das Bett. Das Fake-Bett. Es ist alles wie früher. Aber wahrscheinlich ist das auch das einzige Bett im ganzen Spiel, wo tatsächlich zwei Betten zusammengerückt sind, ne? Wer hätte gedacht, dass so etwas möglich ist? Keine Eras, kein Krieg. Für immer friedlich leben. Das ist unsere Zukunft. Ich werde mal mein neues, altes Schloss beziehen. Ihr habt sicher was vor. Asgar, ich... Na, schon gut, Elaine. Ich habe gelernt, dass ich deine Liebe nicht erzwingen kann. Wenn du glücklich mit Valnar bist, dann sollt ihr auch zusammen sein. Das ist wirklich das gute Ende, ja. Ich finde das aber gerade echt gut, das Ende bisher. Das ist gerade schon, ja... Das ist eigentlich so das logisch nachvollziehbarste Ende aus dem, was ja, genau, geschehen ist. Ja, genau. Ich meine, klar, sie akzeptieren ja, es ging ja ein bisschen blöd mit ihrer Tochter und so. Sie haben doch Emotionen gezeigt. Ich fand es ein bisschen emotionslos, wie Asgar, wie Valnar sie umgebracht hat. Da hätte man noch vielleicht noch einen Satz hinzufügen können, wie es tut mir leid oder so. Und dann warte einfach mal noch die anderen Endings ab. Ich denke mal, da werden noch so ein paar Sachen geklärt. Ja, ist es. Ich hoffe, ihr seid für immer glücklich. Und so betrachtet, gibt es auch noch andere Mädchen, die mir gefallen. 10 oder 20 leicht bekleidete junge Vampirinnen können dich sicher ersetzen. Asgar. Ich geh dann mal.
und an einem anderen, nicht allzu weit entfernten Ort. Lyria, die gibt's ja auch noch. Schon wieder völlig vergessen, die Alte. Oh, und das Bild von Jaina hängt noch da. Mama! Lyria! Lyria, bist du das? Lyria, oh meine liebe Tochter, ich habe dich so unendlich vermisst. Ich habe dich auch so sehr vermisst. Endlich bin ich wieder hier. Wo warst du nur die ganze Zeit? Warum hast du dich nicht gemeldet? Ich weiß nicht, wie das alles möglich ist. Das Letzte, an das ich mich erinnere, war, dass ich an einer Steinsäule gefesselt war. Deswegen, dann bin ich plötzlich wieder in Thürig und... Wir haben sie doch befreit. Oder scheinbar nicht? Ja, wahrscheinlich der Spielstand nicht. Oh, Lyria, das wird dir schon noch alles wieder einfallen. Das Wichtigste ist, dass wir wieder zusammen sein können. Alle vier. Alle vier? Ja, natürlich. Ich, du, Jaina und dein Vater. Ich sei gerade selbst ein bisschen überrascht. Wow. Jaina? Papa? Du scheinst wirklich einen schweren Schlag auf den Kopf bekommen zu haben. Du kannst sie zum Essen holen. Ist gleich fertig. Dann feiern wir deine Rückkehr. Das Ende ist ja noch gutartiger, als ich gedacht habe. Das ist ja echt geil. Jaina und Papa? Wo ist eigentlich mein Amulett? Herr Soraz. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Und dann sagte ich zu diesem Fremden, ihr seid wohl neu in diesem Dorf. Aber wenn ihr meine Katze Mira findet, kann ich euch sicher helfen. Sie hat gerade das Vampirgelache gehabt, nur so nebenbei. Okay. Und haben sie deine Katze gefunden? Nein, sie sind dann rausgegangen, aber nie wieder zurückgekommen. Du solltest deine Katze nicht so oft rauslassen. Doch, das tut ihr aber gut. Nicht wahr, meine kleine Mira? Oh mein Gott. Herr Soraz? Nee, ja. Schwester? Was ist denn hier los? Wir freuen uns auch, dich wiederzusehen. Du warst ja ewig fort. War ich das? 2 ganze Jahre haben wir nichts mehr von dir gehört. Mama hat sich große Sorgen gemacht. Aber es freut mich, dass du endlich wieder da bist. Ja, ich freue mich auch, aber was macht denn Herr Soraz hier? Ach, du weißt es ja gar nicht. Deine Mutter und ich haben geheiratet. Ihr habt geheiratet? Ja, vor knapp 1,5 Jahren. Damit hast du jetzt einen neuen Stiefvater und eine Stiefschwester. Stiefschwester? Oh Gott, sie kommt wow, wieder. Wow, das ist ja wirklich totaler Timeshift. Hast du Jona etwas vergessen? Jona, meine geliebte Tochter. Aber warte mal, jetzt wird es natürlich interessant, weil so gesehen reisen wir jetzt sozusagen von der Vergangenheit in die Zukunft. Und das wird irgendwie so wiederhergestellt, dass Jinnas Aktivitäten auch scheinbar nicht stattgefunden haben. Oder? Ja, irgendwie ist das sehr krass, weil, Vergangenheit. Das ist ja jetzt wirklich, die sind ja jetzt wirklich zurück zu dem Punkt noch bevor sie, also wirklich noch Jahre zuvor sie Jaina zu einem Vampir gemacht haben. Ja, genau, das finde ich ein bisschen irgendwie sehr komisch, das wurde jetzt irgendwie alles gemischt, ne, es ist, okay, Jona ist tot. Wie? Nein, ganz im Gegenteil, sie ist lebendiger als je zuvor. Nachdem du das Dorf verlassen hast, war sie das schönste Mädchen im Dorf. Die Männer liefen ihr scharenweise hinterher, wie dir damals. Oh Gott, das waren noch Zeiten. Sie wollte heute zum Essen kommen. Das trifft sich ja ganz hervorragend. Da feiern wir gemeinsam deine Rückkehr. Das kann doch alles nicht sein. Ist es real?
Oder träume ich? Also quasi durch die Zusammenfügung haben sich quasi Sachen auch verändert quasi. Es ist nicht einfach nur, sie sind zurück, ne? Ja, genau. Woran denkst du, meine geschätzte Schwester? Wie sind dir die Jahre bei König Gerard ergangen? Hat dir die Armee gefallen? Ach, das erzähle ich euch dann besser beim Essen. Ich denke auch, das wäre jetzt ein zu ausschweifender Dialog. Ah, und da ist natürlich nochmal Asghar. Ja, der sich natürlich die leicht bekleideten Vampirinnen geholt hat. Ja. Asghar, Liebster, erzählst du uns nochmal die Geschichte, wie du den bösen Erast den Hintern versohlt hast? Ja, bitte? Ach, Mädels, wollt ihr die Geschichte wirklich nochmal hören? Ich habe euch sie doch heute schon mindestens ein Dutzend Mal erzählt. Ach, bitte, du bist so ein starker Kerl. Wir werden immer ganz wuschig, wenn du uns von deinen heroischen Abenteuern erzählst. Ja, fiese Lache. Also, alles begann, als ich meinen unwürdigen Sklaven Valnar losschickte, Ja. Und zu was hat er ihn denn losgeschickt? Um seine ehemalige Freundin zu suchen. Wie oft habe ich davon geträumt, dass alles so ist wie in genau diesem Moment. Endlich bist du wieder da. Ich bin so froh. Sprich du die mal. Alles klar. Nun können wir wieder gemeinsam etwas unternehmen. Von nun an wird alles anders. Kein Krieg, kein Blutvergießen. Ich habe so viel Zeit vergeudet, aus mir jemanden etwas machen zu wollen, der ich nie sein wollte. Doch ich wollte eigentlich immer nur eine große Schwester sein. Das bist du ja. Ist es nicht ein herrlicher Abend? Die Aussicht ist so wunderschön. Vorsicht vor den Schlangen, die einen instant töten können. Ja, auf jeden Fall. Also, den Teil mit Myra finde ich tatsächlich sogar ein bisschen zu kitschig. Weil, ja, der ist wirklich zu kitschig. Weil er rein von der Zeit her nicht reinpasst. Ja, also das mit der ganzen Zeit eben um Nyria ist sowieso ungeklärt. Und immerhin, Jaina lebt, ne? Das könnte besser sein, ne? Sie findet keine grausame Bestrafung. Wenn ich nur wüsste, wie das alles hier sein kann. Na, du dummes Mädchen. Aber das ist ja interessant. Also scheinbar muss man auch die Bedingungen erfüllen, dass man sie hängen lässt? Nee, also offiziell hängt es laut Malix nur davon ab, ob man gut und böse oder genau, und Schwierigkeitsgrad. Okay, gut. Ich denke, vielleicht sind da nur einzelne Dialogzeilen nur geändert oder so. Okay, ja. So, also scheint ja die Macht des Zaubers die Welt wieder zum Guten gewandelt zu haben. Ja, der Zauber hatte die Macht, den tiefsten Wunsch desjenigen zu erfüllen, der ihn zaubert. Okay, so ist es mal erkennt, was das der Zauber an der Tafel macht. Das ist sogar interessant. Das heißt, bei jedem macht er was anderes sozusagen. Also das, was du dir wünschst. Die Elras quasi haben sich die Weltherrschaft als Terrorherrschaft gewünscht. Also wäre sowas passiert. Und jetzt erklärt es auch, warum die wieder leben. Weil ich denke mal, Valnar hat sich einfach gewünscht, dass es allen wieder gut geht. So ungefähr. Ja, er hat sich gewünscht, dass all die Ereignisse, die sie verursacht haben, wieder rückgängig gemacht werden. Genau. Und deswegen quasi haben sie ja nie sie zu einer Tochter gemacht, damit auch sie glücklich sein kann. Und deswegen lebt auch quasi Jona wieder. Die Frage ist natürlich wirklich, wie weit er in diesem Moment gedacht hat und ob zum Beispiel die Eras immer noch wieder da sind, so ungefähr, ne? Ja, genau. Das ist so ein bisschen... Das ist immer so das Problem bei so einer... Bei Zeitumwandlung, Zeitreise, was auch immer. Ja, weil das wird ja jetzt nicht genau ausgeführt. Im Endeffekt könnte lebt jetzt der König zum Beispiel wieder? Ja, das wären ja auch noch alles so Fragen. Ne? Und Valnar wünschte sich nichts sehnlicher als endlich Frieden und ein glückliches Leben mit Elaine. Ja, aber das hat er doch jetzt. Und hat der Zauber auch Asghar beeinflusst? Dass er Elaine so mehr oder weniger freiwillig aufgegeben hat? Ich schätze, ein wenig hat Asghar auch bei der gesamten Sache gelernt. Oh mein Gott, bitte verarsch uns nicht. Es gibt keine Charakterentwicklung in Vampire Stone. Naja. Aber einen Einfluss des Zaubers kann man sicher nicht ausschließen. Zumindest hat er ja einen Ersatz gefunden, dem er seinen egoistischen Trieb befriedigen konnte. Dadurch, dass wir schon ein anderes Ende davor hatten, wissen wir ja, dass es nicht der Zauber sein kann. Denn das ist ja noch bevor der Zauber gewirkt wird. Ja, genau, richtig. Davor schon sagt er ja, ihr Turteltauben. Und Nyria hatte vorher dann auch ein schönes Leben? Trotz allem, was passiert ist?
Ja, sie würde zwar nie erfahren, was passiert war und wieso sie wieder Nähe von Tyrek zur Besinnung gekommen ist, aber es war alles so, wie es hätte sein sollen, wenn Valnar und Elaine damit Jaina nicht verwandelt hätten und wenn Jona nicht durch einen Schlangenbiss gestorben wäre. Und diesen zweiten Teil, den finde ich ein bisschen zu weit hergeholt, mit dem Jona, dass die wieder lebt, weil ich glaube nicht, dass das ja irgendwie Valnar hätte wissen können, so ungefähr, um das rückgängig zu machen. Das hat er im Laufe das wurde aber im Laufe der Geschichte rausgefunden. Das wurde ja erzählt, das hat Nyria uns ja erzählt. Das hat Nyria uns als Spieler erzählt, aber nicht Valnar erzählt. Was? Ich bin mir eigentlich recht sicher, dass sie es irgendwann am Ende erzählt hat. Da wurde doch gefragt, wie die beiden miteinander in Verbindung stehen. Oder bilde ich mir jetzt gerade... Da war aber die, hat keine, Jona keine Rolle gespielt. Da wurde gezeigt, wie sie mit Jaina in Verbindung steht. Ja, stimmt, ich glaube, das waren wirklich nur ihre inneren Gedanken. Ja, genau. Aber das mit Jona... Ach, nein, warte, das stimmt. Ja, stimmt, das mit... Okay, das mit Jona, das stimmt natürlich. Also wenn, dann haben sie vielleicht das von Jaina gesehen, ne? Ja, genau. Es ist schwierig, aber ich denke mal, also das ist recht. Also das ist so die einzige Stelle, die ich ein bisschen weit hergeholt finde. Ansonsten muss ich sagen, gefällt mir das gerade eigentlich ganz gut, ne? Aber Jaina war doch ein Vampir. Warum hat der Schattengeist in ihr nicht einfach den Körper gewechselt? Nun, dann wäre ja aber Jaina wieder frei gewesen. Ja, jetzt kommt nun quasi der Standard. Genau. Gesagt, der Ehre ist gestellt und der Schattengeist war genau. Genau, ja. Genau, das hatten wir auch schon, genau. Genau. Jetzt wird uns, denke ich mal, gezeigt, was wir für Quests gemacht haben. Genau, und ich würde sagen, den Teil überspringen wir mal, um noch die Endszene quasi wieder zu sehen, wie er sich dann verabschiedet. Denn vielleicht ändert sich ja da auch was. Genau. Ja, und hier sind wir nach den ganzen Quests, die uns gezeigt wurden. Doch all diese Taten, all diese Ereignisse gerieten durch die erneute Weltumwandlung schon bald in Vergessenheit. Einzig Valnar, Asuka und Elaine werden sich ewig daran erinnern, was sie alles getan und erlebt hatten. Naja, und zum Teil Nyria sozusagen. Ronak lebt wieder natürlich. Ronaks Tod, muss ich sagen, war mit Abstand die tragische Situation im Spiel für mich, ne? Wir haben es wirklich geschafft. Valnar, es ist endgültig vorbei. Aber es ist komisch, dass Ronak bei den beiden ist. Irgendwie oder eigentlich Ronak eher zu Asuka, oder? Ich find's auch komisch. Aber sie sind ja gerade auf Asukas Schloss. Also von daher... Wer hätte gedacht, dass wir diesen Tag noch erleben dürfen? Keine Feinde, kein Krieg. Mir ist langweilig. Ja, genau. Das war letzte Schlacht der Elfen. Mir ist langweilig, Valnar. Meinst du, es sind viele Leute bei der zweiten Weltumwandlung gestorben? Ja, alle, die da waren. Ich wollte gerade sagen. Tja, das ist schwer zu sagen und mir ehrlich gesagt auch völlig egal. Aber die Zeit der Menschen damals war sowieso schon lange vorbei. Lass uns lieber froh sein, dass wir nun hier stehen, im Moment unseres größten Triumphes. Natürlich sind die alle gestorben, außer ein paar wenige. Lass uns einfach nur noch glücklich sein. Viel zu lange mussten wir auf diesen Moment warten. Der Beginn eines neuen Zeitalters. Unseres Zeitalters. Ich liebe dich, Valnar. Nichts und niemand wird uns jemals wieder trennen. Unsere Liebe währt ewig. Der Meister wartet wohl auf mich. Warum muss ich eigentlich immer aufräumen, wenn der Meister feiert? Siehst du? Sogar Ronak hat sogar Charakterentwicklung auf einmal bekommen, Mensch. Selbst Ronak hinterfragt das Wirken seines Meisters. Ja, und jetzt sind wir wieder da, wo wir ohnehin schon waren, ne? Genau. Vielleicht gibt es noch eine kleine Endscreen. Vielleicht sprechen wir jetzt nochmal über das Ending. Also es hat mir gut gefallen. Würde mir wirklich gut gefallen. Es war halt einfach das logische Ending, wenn du es so willst. Ja, genau. Wir sind losgezogen, um die Welt wiederherzustellen. Dass wir Jaina töten mussten, war nun mal so. Aber hey, ich meine, dank dem Zauber konnten wir so gesehen wiederbeleben. Ja. Nur, wie gesagt, zwei Sachen an dem Ende fand ich nicht 100% gelungen. Erstens, wie gesagt, Valnar hätte ein bisschen mehr Emotion zeigen können, wo er seine eigene Tochter köpft. Ja, ich meine, das ist schon wirklich eine Sache. Valnar hat so viel Emotion gezeigt, wie er konnte. Punkt, 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 Punkt. Ja, genau. Ich finde, das spiegelt Valnar so ein bisschen wider. Ne? Ich meine, so ein simples, es tut mir leid oder so, hätte ja schon ausgereicht irgendwie, ne? Mehr verlange ich ja gar nicht.
Und noch die Sache mit Jona, dass die auf einmal auch wieder lebt. Und das war nicht ein bisschen... Das war ein bisschen kitschig, aber es... Ja, genau, weil woher hatte die Info quasi hergehabt, das wieder herzustellen. Auch sehr gut fand ich, dass mal wenigstens gesagt wurde, was dieser Stein, was die Steintafel macht. Mhm. Also, das war ja eh so eine Sache, dass das nicht gesagt wurde, ne? Was macht die Steintafel eigentlich? Und dass quasi die Steintafel einfach den größten Wunsch erfüllt. Das finde ich auch ziemlich cool, muss man sagen. Und klar, die Elras, wie gesagt, wollen natürlich die Weltherrschaft, das hätten sie sich halt gewünscht. Und Ustra im Endeffekt genauso. Generell Ustra ist für mich übrigens von allen Charakteren neben Ronak der beste Charakter von Vampire Storm, wenn es Vampire Storm 1 und 2 zusammenfasst. Weil Ustra tatsächlich irgendwie so eine Art durchgängigen Plan hatte, der sich auch nicht widersprochen hat und so, ja. Weißt du? Das war mein Charakter, den konnte man nachvollziehen durchgehend. Ustra wollte Macht tatsächlich nur deswegen haben, weil er nun, ja, Weltherrschaft so ungefähr, also was genau. Ist Weltherrschaft? Das ja, ist halt, als Pharao so ungefähr und er ja, will einfach eben, noch genau. Mehr haben, so, genau. Ne? Und er hat sich irgendwie logisch verhalten, so, das war einfach der Charakter. Naja, er hat wenigstens das gemacht, was da noch... Er war zwar auch nur ein Archetyp oder ein... Oder Stereotyp im Stereotyp, Endeffekt. Genau, genau, also... Aber das hat irgendwie gepasst, der wirkte glaubhaft. Auch die... Dass er im Endeffekt immer den Überblick hatte, na, den Feind zu vernichten und... Ich glaube sogar, dass er tatsächlich selbst nicht daran gedacht hat, scheiße, wenn er natürlich den stirbt, kommt er ja selbst dort rein in den Bandstein, ne? Ja, und so, mein lieber Simon, findet auch diese Geschichte ihr Ende. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich denke, dies ist ein würdiger Abschluss meiner kleinen Geschichte. Und Valnar, Asghar und Elaine... Das war wirklich extrem spannend, Opa. Danke, dass du mir die Geschichte so ausführlich erzählt hast. Die werde ich so schnell nicht vergessen können. Und jetzt schlaf gut, Simon. Vielleicht erzähle ich dir die Geschichte morgen noch einmal mit einem anderen Ende. Vor allen Dingen freue ich mich, wenn ich dir wieder die Grinding-Passagen erzähle. Ja, die Grinding-Passagen, die sind echt spannend. Ja, da wurde schon wieder die Burg angegriffen. Oh, Opa, schon wieder. Wir waren noch mitten in einer Sequenz. Ey, da kann ich auch nichts für. Ja, und dann standen die in einer Reihe. Das wäre toll. Opa. Du bist wirklich ein artiger Junge, Simon. Übrigens bist du schon ganz schön groß geworden. Opa. Was, ja, ich muss mich dann auch mal ein wenig hinlegen. Geschichten erzählen ist ganz schön anstrengend. Opa, es sind 3 Tage vergangen, seit du angefangen hast, diese Geschichte zu erzählen. Gute Nacht, Simon. Ja, so ist das Wochenende gelaufen, ne? Auf jeden Fall. Möge dir mein Schicksal erspart bleiben. Was? Alt werden? Ja, das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Ja, ja gut. Leute, das war's, ne? Genau, sehen wir uns beim nächsten Ending wieder. Ich war DSD Steve und... Ah ja, Let's Play Retro. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Ending so fandet. Tschüss.